Ingo Kantorek verstarb am 16. August 2019 bei einem tragischen Autounfall. Auch seine Lebensgefährtin Susanna überlebte den Unfall nicht und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Inzwischen ist der Tod des Köln 50667-Darstellers bereits 3 Jahre her und Ingo bleibt unvergessen. Ingo Kantoreks Kollegen trauern noch immer über den Verlust und gedenken ihm öffentlich mit lieben Worten. Pia Tillmann, die in der Serie Maike Weber verkörperte, teilt ein gemeinsames Foto in ihrer Instagram-Story und schreibt: Und wieder sitze ich gefühlt auf der Terrasse des Restaurants auf Mallorca und bekomme eine WhatsApp mit dem Screenshot einer Zeitung. Wieder fühlt es sich an, als würde man einen Eimer eiskaltes Wasser über mir schütten. Wieder diese Ungläubigkeit und die Frage nach dem Warum, die uns nie jemand beantworten wird und kann. Auch bei Jan Bremer-Darsteller Christoph Oberheide sitzt der Schmerz tief. 3 Jahre ist es her und ich stehe heute im Loft und würde mir einfach nur wünschen, dass die Tür aufgeht und du reinkommst, so Christoph in seiner Story. Danny Liedtke, der die Serie in diesem Jahr verlassen hat, veröffentlicht rührende Zeilen für seinen verstorbenen Kollegen. Heute vor 3 Jahren werde es nie vergessen, immer in meinem Herzen, schrieb er bei Instagram. Er wendet sich auch persönlich an seine Fans und spricht ganz offen darüber, wie er sich an diesem besonderen Tag fühlt. Gerade an diesem Tag heute denke ich an 2 besondere Personen. Er erzählt, dass er sich in Tokio aufhielt, als ihn die schreckliche Nachricht erreichte. Es gibt so gewisse Tage im Leben, die vergisst man einfach nicht. Da weiß man ganz genau, was man in diesem Moment gemacht hat. Und heute ist so ein Tag und ich kann es bis heute nicht realisieren, was passiert ist und sitze hier gerade und denk an die beiden. Sagt den wichtigen Menschen in eurem Leben das, was ihr fühlt. Wie gerne ihr sie habt, das ist wirklich sehr wichtig, so Dannys Rat an seine Follower.